Herzlich willkommen zurück zu Splatoon, das One-on-One gegen LPN Gero, wie es schon am Mittag bekannt gegeben wurde. Und glaubt mir, es wird nicht besser ausgehen als bei Max. Ich bin einfach eine totale Niete in One-on-One. So, zuerst mal kam Schützenfisch und meine Taktik, ich färbe so möglichst viel ein, wie es geht. Und da, ja, wird rumgefarbt. Ein Splatoon muss. Und, heute kann ich ein bisschen darüber reden, wie ich das letzte Splatfest aufgenommen habe. Denn meine Predicts waren richtig. Wirklich fast 1:1 waren die Resultate, so wie ich sie am Tag davor predicted habe. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass ich es geschafft habe, mit Freunde in einer Lobby gleichzeitig zu sein, um das Splatfest zu spielen. Und dann macht es auch viel mehr Spaß. Also, es ist schade, dass Nintendo keinen Join deinem Team-Button oder so eingefügt hat für das Splatfest. Weil ich habe ebenfalls auch gegen einen Abonnent dieses Kanals gespielt. Der war halt im gegnerischen Team und auch da haben wir uns begegnet. Also haben nicht so viele dran teilgenommen oder war das Zufall? Jedenfalls sehr, sehr interessant. Schade, dass man da keine Möglichkeit hat, seinen Freundinnen zu joinen, wenn die dann im gleichen Team sind. Das ist halt alles verschenktes Potenzial, was ich an Splatoon aussetzen muss. Ich muss auch sagen, ich muss mir mal wieder Part 35 anhören. Ich möchte mal wieder hören, was ich damals als Fazit und so bemängelt habe oder begutachten habe. Das wird mich halt noch interessieren, weil mittlerweile denke ich, dass mein Fazit etwas genauer und besser ausfällt. Weil man hat ja jetzt ein bisschen mehr von Splatoon gesehen. Ich glaube, damals gab es ja noch nicht die Maps, die bewegende Plattformen und die sinkende Plattformen. Außerdem nicht diese Laufbänder und Ventilatoren, die wir im letzten Part besprochen haben. So, wir färben natürlich vergebens ein. Sind wir einmal tot, dann wird es schwer. Weil alles, was wir einfärben, färbt der Gero auch ein und damit kompensiert sich das Ganze wieder. Also, ja, du musst beim One-on-One, wenn du einmal tot bist, musst du sofort dem Gegner auch mal den Hals abschneiden. Sonst, passiert das, dass man keine Chance mehr hat, weil der Gegner, das was du einfärbst, färbt er sofort wieder weg. Ja. So viel zum ersten Standardkampf, aber es ist auch der Standardkampf, in dem ich einfach nicht gut bin. Ist einfach traurig, aber Standardkampf geht einfach gar nicht. Naja. Ja, also mein Fazit würde heute definitiv anders ausfallen, denke ich, als in Part 35 noch. Sind jetzt auch doppelt so viele Parts, ne? Was haben wir jetzt? 69 Parts. Das ist schon eine Zahl. Und es wird noch weitergehen. Weil immer dann, wenn neuer Content geliefert wird, werde ich das Splatoon-Let's Play nicht abbrechen. Ich weiß auch, dass bei Super Mario Maker neuer Content kommt. Aber... ja, Super Mario Maker ist für mich Geschichte. Ich meine, wenn ich jetzt eine größere Community hätte, würden da ja noch viel mehr Ideen und Vorschläge kommen. Oder Level-Vorschläge. Aber so ist gut. Ich meine, ich spiele lieber dann noch andere Spiele. Auch wenn Mario Maker jetzt noch sehr lustigen Content, sogar neue Elemente bekommt, werde ich das Spiel nicht mehr anfassen. Vielleicht in einem Livestream mal wieder. Aber nicht mehr als Projekt. Es kommt zwar noch ein finaler Part und der wird auch dieses Update präsentieren, aber
Mehr werde ich damit nicht anfangen. Da sind wir wieder down gegangen. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, in einem One-on-One die langsamste Waffe zu nehmen. Die Taktik dahinter verstehe ich nicht. Na gut, ich dachte halt, wenn du ihn begegnest, tötest du ihn. Aber er hat halt eine Gallon. Damit geht das alles viel flinker. Kann ich mir dann für nächstes Mal merken. Ja, aber ich spiele lieber mit euch Teamkampf als gegeneinander, weil... Besonders in One-on-One habe ich keine Chance. Und ich rufe hier nochmal zum 2v2 auf. Das wäre dann... Zwei von euch gegen mich und... ja, gegen mich und... Ne, gegen natürlich den Nikolas und mich. Ne? So ist es manierlich und richtig. Ja, wir würden dann halt 5 Partien spielen. 2x Standardkampf und dann jeweils die 3 Rangkampf-Kategorien. Nur, wenn ihr euch meldet... Sorgt dafür, dass ihr schon zu zweit seid. Also kommt jetzt nicht einzeln angerannt und ja, meldet euch an, ohne Partner zu haben. Ja, jetzt Anfang nächster Woche werden auch wieder Parts kommen, die diesmal nur den Rangkampf beinhalten. Ich werde, glaube ich, den Standardkampf nicht anfassen, solange ich keine andere Waffen habe, neue Waffen. Also die zukünftigen Splatoon-Parts, die halt sich damit befassen, die Level 50 zu erreichen, die werden im im Rangkampf ausgetragen. Und los geht's. Wow. Turmkommando. Okay. Und ich spiele wieder meine Sniper-Technik. Mal schauen, ob die sich diesmal auszahlt. So, ich nehme mir kurz ein Stück Wasser. Oh ja, direkt mal die Kehle erfrischt, weil die ist heute irgendwie ziemlich trocken, ich weiß auch nicht, ist eine üble Zeit momentan, obwohl es gar nicht kalt ist, ne, das muss man sich mal vorstellen, im Südostbereich von Deutschland hat man 17 Grad gemessen, what the fuck, 17 Grad, mitten im Winter, im Dezember. 17 Grad. Und hier ist es auch nicht besser. Hier liegen wir bei, keine Ahnung, guten 7 Grad vielleicht. Also jedenfalls ist es nicht so kalt, dass man jetzt seine Hände in der Tasche behalten muss oder irgendwie Handschuhe anziehen sollte. Du frierst einfach gar nicht weg. Du rennst morgens schon um 8 Uhr mit einem T-Shirt auf der Straße rum. Wenn es nicht regnet, dann ist das überhaupt nicht kalt. Das ist, erschreckend, aber auch angenehm, ne? Wenn ich dieses Thema anspreche, werde ich sehr oft gefragt, ob ich das gut finde, dass es jetzt so heiß im Winter ist. Ich antworte zurzeit immer dazu, ja, wieso nicht? Ich meine, ich beklag mich immer über die dicke Kleidung und diese scheiß Kälte an den Fingern, dass du nicht mehr schreiben kannst. Frage ist halt, wie werden die Sommer, ne? So, wird es ein K.O.-Sieg? Wenn wir ihn kriegen, dann ja. Andererseits nicht. Wieso gehe ich nicht
einfach da einfärbe, anstatt mich dort über die Farbe zu quälen. Und wieso gehe ich auf die andere Seite? Ich weiß nicht, wie Brain AFK ich da war. Weil seine Taktik ist sehr klug. Lass den Turm sich bewegen und geh in Deckung. Sorgt dafür, dass die Gegner nicht an den Turm rankommen. Und erst dann bewege den Turm. Ja, das war der fieseste Moment des Parts mit diesem, mit der Tinsuka, ja, umgebracht worden. Oh, schön gekriegt. Ja, der Gero hat irgendwie mit dem Turmkommando größere Probleme als ich. Er spielt den Luna Blaster, eine Waffe, die auch häufig benutzt wird im Turmkommando. Oh, Leute. Entschuldigung, aber meine Kehle ist so trocken momentan. Ah, jetzt springt er schon wieder hier, du. Meine Gott. Was habe ich denn da gegessen? An dem Tag. Das ist schon länger her. Ich glaube, das ist jetzt schon, aber 2 Wochen. Ja, ja, doch. Letzte Woche wurde das Ganze aufgenommen. Nee, sogar Anfang letzte Woche. Also ist schon ein Weilchen her. Ich kann es ja nochmal rückverfolgen, weil ich habe ja noch immer die Me-Posts. Und genau das kann ich jetzt auch während des Parts machen. Schau ich mir das mal an. So, die Turmpartie ging für uns aus, ne? Die haben wir geschafft mit 19 Punkten. Ja, super. Super, 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 super. Er ist A-Rang. Nice. Neues. Und Heilbutthafen in der Herrschaft. Ja, das ist natürlich blöd, in One-on-One mit der Zone. Aber ich kann auch da nicht mehr sagen, wer gewonnen hat, weil ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich die Partie für mich entschieden. Weiß es aber gar nicht mehr. Ja, das war am 5.12. Also doch schon ein Wäldchen her, ne? Ja. So, da schön gekriegt. Entscheidender Punkt. Für die Herrschaft. Wird der Counter denn jetzt gesetzt? Nee. Ich bin zu langsam. Doch, da ist die Herrschaft, sehr schön. Jetzt geht es natürlich darum, den Gegner immer wieder zurückzustoßen. Er kommt aber von der anderen Seite, ne? Ja. Ja, da hat er mich gekriegt. Scheiße. Ich habe mir auch Minecraft gestern angeschaut. Und da kann man noch 100.000 Skinpacks und Texturepacks kaufen. Holy shit. Also, ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr teuer. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ich hoffe, dass ich das Geld bis Januar zusammen habe. Oder es kommt eine Reduktion. Sagt mir sofort Bescheid, wenn ihr irgendwas von Reduktion hört. Irgendwie 15% auf Minecraft, weil das und das.
So, Gamepad wieder ausgeschaltet. Und dann schauen wir mal. Ah, jetzt ist der Gero in Führung. Das ist natürlich blöd. Wow, schön gekriegt. Ausgewischen, diesen Tintenwall. Und dann noch mit einer Kanone voll getroffen. Ja, das ist auch noch so ein Feature. Wenn man diese Klecksbomben auf einen Gegner genau drauf schmeißt, dann explodieren die sofort. Ohne Timer. Oh ne, heute ist wirklich nicht der Tag zum Reden. Boah. Ich nehme das ja auch wirklich heute auf, ne? Also, ist schon fast live. Wir haben jetzt 9:30. Zeit für einen Knoppers. Leider habe ich keinen. Mag der Knoppers? Also, ich finde, dass Knoppers besser ist als Hanuta. Hanuta finde ich so, widerlich, so bitter irgendwie. Mag ich gar nicht. Knoppers ist da viel frischer und milchiger, schmeckt viel besser. Und ich mag Hanuta, Knoppers auch, ja. Ist wirklich, ist aber meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig, um jetzt wirklich als Pausenessen durchzugehen, wie man das in der Werbung halt, ja, verklickert kriegt. Da fresse ich lieber die ganze Packung, dann bin ich erst satt, als so ein kleines Stück. Ah, das ist wieder die Gurmanzigkeit. So, die Partien dauern sehr lange. Ja, der Part hat auch eine ordentliche Länge, 26 Minuten. Und es wird Verlängerung geben. Oh ja, doch, ich glaube, das ist die Szene, wo wir gewinnen. Na, ah, nee, doch nicht. Der Gero hat sich nämlich gut versteckt, ist irgendwie da vorbeigelaufen, oder? Ja. Schade. Sehr motiviert zum Ende, hat man gesehen, ne? So, und nochmal herrscht. Ah ja, da habe ich mich verdrückt. Richtig, richtig. Ich erinnere mich. Ich habe mich da mit dem Modus geirrt. Also zu schnell bestätigt. Aber gut, dann gibt es halt noch eine Herrschaft in einer Zone. Wo ich definitiv besser bin als in zwei Zonen. Auch im normalen Rangkampf, also 4 und 4. Wenn wir jetzt den Gero da vom Platz stoßen, dann haben wir halt einen guten Vorsprung. Ja. Laber nicht. Und spielt den Dual Plotcher. Ja, der Gero hat mehr so den Stealth Mode intus. Versteckt sich gut, kann den Gegner gut auflungern.
Und ich glaube, das wird ein K.O.-Sieg. Ich habe versucht, ihn jetzt aufzuspüren, aber... Er ist einfach zu gut. Kommt aber noch eine Partie. Rainmaker. Naja. Geht die wirklich 6 Minuten? Und nochmal auf der Bohrinsel, okay. Oder ich habe bei ihm eine Ausnahme gemacht. Weil ich halt den Falschen zuerst gegen 8 Uhr herausgefordert habe. Und wir dann gegen 9 Uhr nochmal gespielt haben. Kann sein, dass ich hier eine längere Aufnahme gemacht habe. Und jetzt habe ich die geile Technik mit der Sepitox-Bombe, ne? Und die geht auch im One-on-One sehr gut auf. Ich glaube aber nicht, dass wir gewinnen. Ist halt ein bisschen zu lange her. Das kennt man vom Gero. Und da kommt er dann auch schon. Ah, schütz dich doch. Ach Gott, ich krepiere hier noch. Und Operation Rainmaker auf der Tümmlerkuppel. Wie sieht es da denn aus? Ah, warte mal, ich glaube, das ist eine Partie, die wirklich gut für mich lief. Ich glaube schon. Wie ich da rumspringe, oh mein Gott. Also die Partie kann spannend werden, weil ich kann mich an irgendwie eine Szene mit einem Carbonroller erinnern, wo ich richtig abgegangen bin. Ist das die? Ich hoffe es. Ey, meine besten Szenen von Splatoon sind natürlich nie auf Kamera, ne? Aber ich hab Zeugen. Das ist das Lustige. Trotzdem, immer schade. Geile Snipes und übelst krasser Shit halt. Aber immer, ich muss wirklich Splatoon mal so privat zocken und immer wieder die Capture Card anmachen. Um solche Szene mal aufzufangen. Ah, los, Spritz ihn tot. Sehr schön. Ich spiele auch die Deko-Version. Die ist auch viel besser, glaube ich. Also meiner Meinung nach schon. So, und jetzt setz den rein. Komm. So, jetzt klug. Der Gero ist einfach ein Soldier Snake, ne? Versteckt sich halt gut. Frage ist halt, hat der Ninja Squid an? Ansonsten macht er das verdammt gut. Ah ja, die Szene hasse ich mit dem scheiß Pfahl dort. Und ne, er hat keinen Ninja Squid. Oh ne, jetzt ist vorbei, oder wie?
Joa, 18 zu 7. Oh ja, da kommt er. Jetzt muss er natürlich umkehren. Und das könnte wirklich meine Chance sein. Ah, er ist so verdammt, 8 zu 7. Oh mein Gott. Und noch 2 Minuten Spielzeit. Das wird noch sehr interessant, Leute. Er schwimmt verdammt schnell. Das ist sein Vorteil. Das habe ich jetzt gerade bemerkt. Deshalb kommt er auch so schnell wieder in meinen Bereich. Ich glaube, ich habe ihn verloren. Ja. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Kann ich das wirklich noch wenden? Nee. Er hat es geschafft. Er schwimmt zu schnell. Ja, Freunde, das war's für heute von Splatoon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kam heute mehr als sonst, ne? 2 Folgen. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal bei Splatoon wieder dabei. Und wünscht mir Glück.